So, willkommen zum zweiten Torchlight-Tutorial. Heute schauen wir uns mal unser Pet, also unseren Begleiter, an, was der so alles kann. Zum einen kann er natürlich mit uns kämpfen, also wenn wir uns in die Schlacht stürzen, stürzt er sich mit rein. Dann die nächste wichtige Fähigkeit ist, er hat ein Inventar, also ich kann beliebige Gegenstände hier ablegen. Dann hat er hier oben solche Amulette und ein Halsband. Amulette kann er zwei tragen, Halsband natürlich nur eins. Die haben auch verschiedene Fähigkeiten, die findet man im Spiel und legt man ihm dann an. Das Tierchen oder unser Begleiter kann auch Zaubersprüche lernen, hat auch sogar ein eigenes Zaubersprüche-Inventar. Wie man Zaubersprüche lernt, das habe ich schon im ersten Tutorial gezeigt, funktioniert bei Mensch und Tier gleich oder beziehungsweise beim Charakter. So, und jetzt hat es zu, auch zu Torchlight 1 gab es auch ein paar Veränderungen. Ich kann dem eine Shoppinglist mitgeben. Ich kann ein paar Sachen quasi einkaufen lassen. Also wenn ich zum Beispiel Zaubertränke möchte oder Mana-Tränke, sogar kommen sogar hier andere Sachen, also auswählen, was man genau möchte. Na, das war keine Absicht, so. Genau. Und die kauft es dann in dem Moment, wo ich es nach Hause schicke, ist dieser grüne Home-Button hier. Und gleichzeitig werden dann die Sachen, die hier liegen, auch verkauft. Ich sehe dann auch, kommt dann hier eingeblendet, wie viel Gold man dafür bekommen hat.